Radio Beul im Ohr. So sieht's aus. Ja, in überall, diesem Sinne. Wo es Podcasts gibt, müsste es so sein. Überall, wo es Podcasts gibt. Also jetzt nochmal. Nun, ich nehme auf, wir können jetzt hier reden, ganz frei. Das war ein schlechter Start. Na, dann fang doch mal an. Nee, aber du musst es mit Gefühl. Aber das Ding ist, das, was du machst, das hört man. Also nur mal so. Geht auch noch los. Also. Vielleicht musst du anfangen. Du kannst Starts immer gut. Du kannst das Eis brechen. Du bist ein Eisbrecher, Peter. So, liebe Radebeuler, Radebeulerinnen und Freunde von Radebeul. Das war ein unglaublich guter Einstieg. Heute sind wir mal an einen ganz exponierten Ort gegangen. Dieser Ort wurde ja auch von ganz vielen Leuten als Lieblingsort benannt. Zumindest ist alles, was hier in und um die Weinberge herum passiert. Sind wir einfach mal heute hier hochgegangen, machen mal ein kleines Video, dass ihr uns auch mal seht. Ja, ein Podcast, den man nicht sehen kann. Und wollen euch einfach nochmal den Podcast ein bisschen näher bringen. Und erstaunlicherweise haben sich auch sehr viele Menschen, Radebeuler, bereit erklärt, mit uns auch mal über alles so zu reden, was die so bewegt in Radebeul, was ihre Lebensgeschichte ist und. Und was ich auch spannend fand, dass sich wirklich viele auch zurückgemeldet haben mit Empfehlungen, mit Lob und danke, dass ihr sowas macht, bis hin zu, aber halt, dass wir das auch irgendwie ganz gut moderieren, so als Team. Wir nehmen natürlich auch Kritik an, das ist ja überhaupt keine Frage, aber da kam gar nicht so viel. Naja. Ja. So, jetzt haben wir uns extrem was gut noch wichtig erklärt. Wir haben natürlich auch Tipps bekommen von Zuhörern. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Wir können alles einfach einpacken und auch zu euch kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir wurden auch schon gefragt, so, wann kommen jetzt die nächsten Folgen? Ich habe alle schon gehört. Gut fanden die Zuhörer oder einige von euch, dass wir die Leute eben ausreden lassen. Das macht natürlich die Folgen manchmal lang, aber es macht natürlich auch den Inhalt spannender und auch emotionaler. Wir leben natürlich auch davon, dass ihr das weitersagt. Das ist ja auch, wir versuchen ja auch eine Bandbreite zu schaffen von verschiedenen Menschen, also auch zu verschiedenen Themen, Politik, Kultur, Wein. Also man hört uns wirklich weltweit, das finde ich grandios. Und ich freue mich vor allen Dingen auch auf das, was alles noch kommt. Radebeul ist wirklich eines der schönsten Orte, die es weltweit gibt, hätte ich jetzt fast gesagt. Das werden wir sehen, auch in den nächsten Folgen. Schaltet ein bei YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon. Radebeul im Ohr. Überall da, wo es Podcasts gibt. Na, dass ihr auch glaubt, wir haben das wirklich eingesprochen.